Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Gelb. Wir befinden uns auf Route 15, werden diese jetzt verlassen. Und dann sind wir endlich in Fuchsania City. Hat ja auch lang genug gedauert. Die ganzen Trainerkämpfe und so, es hat ja schon echt abgenervt. Professor Eisgehilfe? Nö, wir haben keine 50 Pokémon. Kannst du knicken. EP-Teiler ist hier eh noch für den Müll. Kriegt jedes Teammitglied dann halt EP irgendwie. Das ist voll der Schwachsinn. Was hast du? Arbeitest du an einem Pokédex? Professor Eisgehilfe ist kürzlich hier vorbeigekommen. Ah ja. So, und dann werden wir jetzt endlich in Fuchsania City. Nach langer, langer Zeit. Wurde ja auch mal Zeit. Vor dem Eingang zur Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Die Pokémon-Safari ist ideal, um Pokémon zu fangen. Ein Zoo. Toller Zoo. So. Jetzt gehen wir erstmal zum Pokémon-Center. Pokémon heilen. Und die haben doch schon ganz schön gelitten. Didi, didi, ni, 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 ni. Hallo. Voll der Punk hier. Man kann nicht mit nur einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alle Pokémon sollten ungefähr den gleichen Level haben. Haben sie ja. So, gut, dann heil du mal. Damit wir hier mal vorankommen. Die, 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 die. So. Schneller. So, genau, was sagt sie hier? Westlich von Vertania City liegt dein Vater, führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga. Naja, genau. Du studierst die Pokémon, dann geh in die Safari-Zone. Dort gibt es viele seltene Pokémon. Na, ich muss da ja rein. So, hier. Hallo. Der Wärter der Safari-Zone ist sehr alt, aber er ist noch immer im Dienst. Allerdings trägt er ein Gebiss. Oh, nein, wie tragisch. Bill sammelt auf seinem PC Daten über Pokémon. Hat er sie dir gezeigt? Nee, mir nicht. Hast du schon von Bill getroffen? Er ist mein Enkel. Schon als kleines Kind hat er gerne alles Mögliche gesammelt. Messi. Mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Laufen. So, was erzählst du? Achso, hef, 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 hef. Hallo, faf, hef, fe, haf, hef, fe, he, hef, 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 alte Pokémon-Spielsachen. So, und hier? Ein Angler, oder? Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, klasse, du bist sehr sympathisch. Nimm das hier und gehe angeln. Ja, dann gehe ich mal angeln. So. Wer ist hier? Achso, den hatten wir ja vorhin schon mal. Ja, ja, komm. Fuchsania City, die Stadt der rosaroten Träume. Es erklärt auch die Farbe. Pokémon Paradies, Safari Zone. So, was gibt's noch? Gucken wir uns mal den Zoo an. Erik, wo ist Sarah? Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Wahrscheinlich finden wir dann Sarah, die fragt dann, wo Erik ist. Name Fleckmon, ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. Ein toller Zoo. Was ist hier? Name Shaneram. Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. Shaneran, Shanera. Oh ja, ja, komm.
Name Volteball. Dieses Pokémon ähnelt einem Pokéball. Nun, viel, viel größer müsste er eigentlich sein. So, dieser Ball dort ist tatsächlich ein Pokémon? Nein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, was hier? Name Lapras. Der König der Meere. Lapras ist cool. Und wenn sie aussieht wie ein Lapras. Warst du schon auf Pokémon Safari? Manche Pokémon kann man nur dabei fangen. Hm. Name Kabuto. Ein Pokémon, das aus einem Fossil wieder erschaffen wurde. Kangama. Ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel im Bauch trägt. Muttertier. Da frage ich mich immer, ob es eine männliche Version von diesem Pokémon gibt. Pokémon Safari. Weil, na, man sieht eigentlich immer nur das mit dem Beutel, obwohl, naja, ich weiß auch nicht, das ist so wie sowas so Unlogisches für mich irgendwie. Müsste eigentlich auch männliche Kangamas dann extra geben. Aber die sind halt, ja, weiß ich auch nicht. Bi. Twitter. So, was hier? Fleckmon weiß eine Menge über Pokémon. Er besitzt sogar einige Fossilien ausgestorbener Urzeit-Pokémon. Der Wärter trägt den Spitznamen Fleckmon. Er und Fleckmon ähneln sich sehr. Oh, das ist eine Beleidigung. Fleckmon war hier, aber ich habe ihn nicht verstanden verstehen können. Ich glaube, er hat keine Zähne mehr. Ah, ja. Wir müssen uns wohl aufmachen und in die Safari-Zone gehen und dort, ja, wahrscheinlich nach seinem Gebiss suchen. Werden wir als erstes machen. Danach kann man immer noch hier nach Kokka oder wie der heißt. In der Leiter. So. Tadam. Servus. Hi, bist du zum ersten Mal hier? Oh, nein. Hey, du bist ein Sammelstammkunde. Willkommen in der Safari-Zone. Der für nur 500 darfst du den Park und so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Möchtest du? Ja. Viel Geld, wir sind reich übrigens. So. Genau. Ja, ja, komm, komm, komm. Hör auf zu labern. Also sie sagen halt Bescheid, wenn die Bälle alle sind oder man halt, wenn man jetzt auf Start drückt, dann sieht man halt, wie viele Schritte man hat. Und ja. Wir werden dann jetzt nach dem Gebiss suchen. War es schon so lange her, aber ich glaube, ich finde den Weg. Ich hoffe, ich finde den Weg. Nebenbei kann man ja mal gucken, obwohl Nidoran habe ich, glaube ich, beide. Fällt mir gerade so auf. Weil hier gibt es halt noch nicht die Anzeige neben dem Namen des wilden Pokémons, ob man das schon hat oder nicht. Also ein Pokéball als Symbol. Das haben wir auf jeden Fall noch nicht. Boah, bist du hässlich. Parasect ist ja immer echt hässlich. Wo haben sie das denn ausgebuddelt? Oh ja. Ach ja. Ach, dann nicht. Geh ich, Pö. So. Wo muss ich lang? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Also schon so lange her. Kann sein, dass wir fünfmal rein müssen, weil ich es nicht hinkriege. Nur mal so zur Vorwarnung. Ja, da oben hätten wir lang gemusst. Jedes Mal tue ich den gleichen Fehler machen. So. Wenn man oben gleich überhaupt lang konnte, weiß ich gar nicht. So. Na, man findet hier viele Items und ja. Ja, mehr also Unwichtiges. Also man findet hier eine VM eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und halt die Zähne von dem Opa. Ja, komm, jetzt bleibt drin. Ach, dann nicht. Ich gehe. Achso, es gibt halt noch die Funktion Köder. Dann kommt das Pokémon näher ran. Weil es ja den Köder halt frisst.
Und... ich wollte es mal zeigen eigentlich. Na egal, schmeiß mal erstmal Ball. Bleibt wahrscheinlich eh nicht drin. Köder. Also im Prinzip, dann frisst das wilde Pokémon, es ist näher ran, es ist beruhigter, kann aber auch genauso gut sein, dass es wegläuft. Man kann auch einen Stein werfen, dann macht man es halt aggro. Dann wird es wütend und dann flüchtet es meistens auch. Deswegen, ich weiß nicht, wofür im Prinzip dieses... Steinwerfen da ist, weil im Prinzip läuft es ja dann eh weg. So, wie war denn das jetzt da oben lang? Oder doch da hinten? Oh, ist schon so lang her. Aber ich habe euch ja gewarnt, kann sein, dass wir mehrmals rein müssen. Toll. Voll die Wegverschwendung. Ist ja gar nichts, Sauerei. Weil das ist fast ganz genau berechnet, meiner Meinung nach. Ja, man hat halt nicht viele Chancen, hier was falsch zu machen. Dann sind die Dings gleich weg, die Zeit, die Schritte. So, ich glaube, da oben müssen wir lang. Da unten ist es auch... Ja, was für die Zähne da unten lang und für VM-Surfer da oben lang? Boah, ich, das ist schon so lange her. Kopfschmerzen. Oh, irgendwie das Gefühl, ich habe mich verlaufen. Was ist hier? Oh, eine TM, cool. Naja, wäre nicht ganz umsonst. Oh, mal diese Nidorans. Oh, wollte ich gar nicht. Scheiße. Haben wir gleich drei Nidorans. Ach, Glück gehabt. Können wir halt einen Nidoran so aufmachen. Schadet auch nicht. Lauf, lauf, lauf. Ich hab bloß eine Sackgasse, ich krieg sonst zu viel. Meine Güte. Peinlich, voll Fail-Part. Ziehen. Joho. Hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Diese Taschen sind echt zum Kotzen, ey. Also manchmal könnte ich abdrehen. Ich hoffe, ich bereue das jetzt erstmal nicht. Oh cool, die Goldzähne haben wir auf jeden Fall schon mal. Genau, und in dem Haus wäre Surfer und wir haben nur noch 66 Schritte. Meine ich zumindest, dass es in dem Haus war. Mal gucken. Pass auf, es passt jetzt wahrscheinlich nicht. Ein Schritt zu wenig. Das hatte ich auch schon mal. Hatte ich irgendwie nur ein paar Schritte zu wenig. Das war echt ätzend. War ich fast an der Tür, oder? Ich war, glaube ich, sogar schon drin. Ah, endlich. Du bist der Erste, der das Versteck da ausgefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch. Du hast gewonnen. Genau, hier kriegen wir halt die vollen Surfer. Genau. So, dann können wir die Goldzähne... Ich bin voll der Glückspilz, weil ich hier war. was wollte ich jetzt sagen? Mit den Goldzähnen können wir jetzt halt zum Wärter zurück. Und dann, ja, sind die Schritte auch um. Also steht zwar, die Zeit ist um, aber im Prinzip sind es ja Schritte eigentlich. So. Pokémon. Zerschneider, wieder mal. So. Pokémon, Zerschneider, wieder mal. Oh, nervt das. So, jetzt bringen wir jetzt mal die Goldzähne zu dem Hef-Hef-Menschen, der mit uns ja nicht richtig reden kann.
Hallo, Deutsche Telekom. GZ. Ja, wir geben ihm die Zähne, so. Danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das her für deine Mühen. So, von dem kriegen wir dann Stärke. Also wir kriegen quasi in diesem Ort hier gleich zwei VMs. Stärke und Surfer. Genau, und dann erzählt er uns nochmal, dass es halt ein geheimes Haus gibt, wo man die VM kriegt. Haben wir ja schon gefunden. Mal gucken, wen habe ich denn, dem ich Stärke beibringen kann. Ja, dann bringen wir das gleich Sandern bei. Du benötigst Stärke, um... Ah, hier muss man immer Start drücken. So, so, so. Weg. Gut. Ach ja, ich kann ja keine weiteren Items tragen. Gut. Also, was haben wir denn an Attacken jetzt so Schönes gekriegt? TM32 ist ja... Nee, verkaufe ich. Was ist du? Schädelwumme, ja, das hört sich schon interessanter an. Also ich würde ja gerne Relaxo behalten und deswegen bringe ich das mal Relaxo bei. Relaxo ist ein guter Allrounder. Genau, was ist das? Ist das so Sternschauer? Nee. Was ist das? Oh ne, Raserei auch nicht. Ich muss immer die Taschen aufräumen, nachher mal. Und du warst Dings, ne? Genau. Dann können wir da jetzt nochmal rein. Jetzt haben wir ja wieder Platz kurz. So, Item. Pokémon. Stärke. Und Sonderbonbon. Cool. Kommt in unsere Box. Die nehme ich, benutze ich erst gegen Ende unseres Spiels, also für die Top 4 halt. Da-da-dam, da-da-da-da-da-da. So, Pokémon wurden jetzt nicht wirklich geschwächt, aber ein paar Sachen ablegen. Dann ein paar Sachen kaufen. Naja, das mache ich halt erstmal eben schnell aufs Screen. Müsst ihr euch jetzt nicht auch noch mit ansehen. Also bis gleich.